Dienstag, 13. August 2024. Namaste, Namaste. Herzlich willkommen beim KI-Report. Die Geschichte hinter der Geschichte, das tägliche Manöver gegen die Debilokratie. Heute mal wieder die Weltwoche-Thema. Aber bevor jetzt alle Weltwoche-Fans und Groupies und alle wieder Schnappatmung bekommen, dass ich Herrn Köppel wieder auf den Deckel gebe, Gemach, Gemach und Contenance, weil wir schauen das immer sehr spezifisch an und wie ich schon x-mal gesagt habe, ein wichtiges Blatt, ein wichtiges Medium und ich sage in diesem Fall auch Ehre, wem Ehre gebührt, qui honorem, honorem auf Deutsch, zugleich die Übersetzung, eben Ehre, wem Ehre gebührt für die Weltwoche und zwar in ganz wichtiger Hinsicht in Sachen Publizistik. Es ist etwas sehr warm heute, meine Damen und Herren. Aber zuerst quasi als Amuse-Bouche, als Gruß aus die Küche, eine kleine Einleitung, die aber für den betroffenen Menschen eben auch nicht ganz so klein ist. Vielleicht die Frage, wisst ihr, was Antiziganismus ist? Nun ja, wir werden darauf kommen. Nun einer Kollegin, Publizistin, die auch in der Weltwoche schreibt, Annabel Schunke, ist dieser Begriff zum Verhängnis, zum finanziellen Verhängnis geworden, auch wenn sich der Schaden noch in einem überblickbaren Rahmen bewegt, muss man sagen. Ein weiterer Hinweis, wie es um unsere Meinungsfreiheit in Europa, speziell noch in Deutschland, noch etwas besser eindeutig in der Schweiz steht. Nun, diese Frau Schunke, Journalistin, ist wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Die zuständige Staatsanwältin arbeitet parallel für Meldestelle, die sie anzeigte. Weil sie den Lebensstil eines großen Teils der in Deutschland lebenden Sinti und Roma kritisierte, das ist eben Antiziganismus, wurde die Journalistin Annabel Schunke, so berichtet Apollo News, wegen Volksverhetzung verurteilt. Brisant, die zuständige Staatsanwältin, ist auch bei der Meldestelle für Hasskriminalität tätig, die Schunke angezeigt hat. Angezeigt wurde sie damals von der ZHIN, das ist die Zentralstelle für Hasskriminalität im Internet. Wusstet ihr, dass es so etwas gibt? Die bei der Göttinger Staatsanwaltschaft angesiedelt ist. Brisant, die für den Fall zuständige Staatsanwältin, ist gleichzeitig auch im Namen der ZHIN tätig, kann also im Namen der Meldestelle Anzeige erstatten und dann als Staatsanwältin gleichzeitig die Ermittlungen einleiten. Ob das im Sinn von Montesquieu ist? Fragezeichen. Dass da die Staatsanwältin, deren Anti-Hass-Unternehmungen auch schon von internationalen Medien aufgegriffen wurden, dann auch im Herbst 2022. Schunke hatte zuvor einen Antiziganismus-Beitrag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf Facebook kommentiert und zwei Bildschirmfotos ihres Beitrags auch auf X, damals Twitter, geteilt. Jetzt kommt das Corpus Delicti. Sie kritisierte damals, dass sich ein großer Teil der Sinti und Roma in Deutschland durch Steuerbetrug, Schulpflichtverweigerung, Diebstahl und Unordnung selbst aus der zivilisierten Gesellschaft ausschließen würde. Außerdem würde ein großer Teil derartiger Bevölkerungsgruppen als Mietnomaden von Wohnung zu Wohnung ziehen und wer das benennt, wird von den eigenen Innenministerin des neu erfundenen Antiziganismus bezichtigt, erklärte die Journalistin. Damals, der Artikel ist, also das ist jetzt nicht, dass ihr denkt, was bringt ihr da für alle Kleiderklamotten aus dem Schrank raus, das ist jetzt vom 9. oder 10. August 2024. Ja, das ist also die Verurteilung ist ziemlich aktuell. Wie jedwede andere Kritik, sagt Frau Schunke, an einer jahrzehntelang völlig fehlgeleiteten Zuwanderungspolitik soll auch diese unter dem Rassismusvorwurf erstickt werden. Als Deutscher bist du damit mittlerweile nicht mehr als ein Zahlsklave im eigenen Land, der alles hinnehmen muss, was ihm vorgesetzt wird, schloss Schunke. Interessant ist, dass dieser
Strafbefehl von einem Amtsrichter im niedersächsischen Goslar zunächst abgelehnt wurde. Bei dem Beitrag würde es sich um eine zulässige Kritik an der Innenministerin im Rahmen der Meinungsfreiheit handeln, argumentierte dieser Richter aus Goslar. Doch das wollte die Staatsanwältin ganz offensichtlich nicht auf sich sitzen lassen und legte Beschwerde ein. Das Landgericht in Braunschweig wies den Amtsrichter darauf an, erneut über den Antrag zu entscheiden. Dem Strafbefehl wurde diesmal Recht gegeben, vom selben Richter, der den Antrag zuvor noch abgelehnt hatte. Das ist ja auch mal ein interessantes Phänomen. 60 Tagessätze zu je 60 Euro, 3.600 Euro wurden als Strafe festgesetzt. Eine Beschwerde seitens der Angeklagten, Frau Schunke, wurde abgelehnt. Die Göttinger Staatsanwältin übergab den Fall daraufhin. Ein Kollege aus Braunschweig übernahm den Fall und erhöhte die geforderte Geldstrafe laut Schunke grundlos auf 120 Tagessätze, also eine Verdoppelung. Jetzt verurteilte das Amtsgericht Goslar die Journalistin wegen Volksverhetzung, schwächte die zuletzt geforderten 120 Tagessätze zwar ab, lag dennoch mit 90 Tagessätzen immer noch über der ursprünglich festgesetzten Geldstrafe. Auch dafür fehlte laut Schunke jegliche Begründung. Gemeinsam mit ihrer Anwältin hat sie sich deshalb entschieden, Berufung einzulegen, Resultat ausstehend, da sehr aktuell diese ganze Geschichte. Ja, liebe Frau Schunke, und was ist die Moral von dieser Geschichte? Nun, ganz eindeutig, wie wir festgestellt haben, als kleines Zwischenresümee. Ja, Zigeunerschnitzel, das geht überhaupt nicht. Diese Nomenklatur, das geht gar nicht. Vor allem nicht, wenn man die Zigeunerschnitzel von einem Zigeunerbaron entnehmen würde und dieses Zigeunerschnitzel auch noch an einer Zigeunersoße anmachen würde. Also das ist, meine Damen und Herren, absoluter Antiziganismus und das gehört einfach nicht ins Netz, Frau Schunke. Bitte, also respektieren Sie das, reden Sie von Sinti und Roma und sagen Sie doch bitte, bitte auch, dass das absolute Vorzeigebürger sind, die sich an alle Regeln in unserem Rechtsstaat halten. Das erscheint mir sehr, sehr wichtig. In diesem Sinn eine kleine Schlaufe. In Basel haben wir das Elsass in der Nähe, ein Frankreich, ein beliebter Ausflugsgebiet für Rotationseuropäer. Das ist auch eine Möglichkeit, eben über Nicht-Zigeunerschnitzel und Ähnliches zu sprechen. Und ja, ich habe ja eine gewisse freundschaftliche Beziehung zum ehemaligen obersten Staatsanwalt von Basel-Stadt, aber nicht aus juristischen Gründen, sondern er war mal mein Mitarbeiter. Vor vielen, vielen Jahren, Ende der 80er Jahre, als ich Betriebsleiter war bei Kiesertraining in Basel. Und ich habe ihm mal gesagt, ich nehme ihn immer hoch, als er noch in Basel, jetzt ist er in Bellinzona, Jurist war, mir gesagt, ja, du Basel, immer die kriminellste Stadt in der Schweiz, oder? Hat mir gesagt, ja, wir sind extrem Grenzstadt und wir haben eben ein ganz, ganz großes Problem mit den Menschen, für deren Äußerungen über sie Frau Schunke soeben verurteilt wurde. Und wenn man so ein bisschen in den Einfamilienhäusern spazieren geht, an gewissen Basel und Baselbieter Gemeinden, die ans Elsass grenzen, also die sind Alarmanlagen technisch besser vermint als manch ein Haus in Südafrika. Das sind leider Gottes auch Realitäten. Und was sehr, sehr schwierig ist, auch in Sachen der Verbrecherschutz etc., die schicken eben oft kleine Kinder oder Halbwüchsige, also absolut nicht hafterstehungsfähige Menschlein. Und wenn du denen etwas antun würdest, im Sinne der hochzitierten Selbstverteidigung, kommt euch der Begriff vor, bekannt vor, Self-Defense, we have the right of Self-Defense, dann kommst du als Schützer deines Eigentums mit dem Gesetz, aber nicht zu knapp in Konflikt. Das ist die Realität, aber sagen darf man das nur, wie ich das sage, verschleiert und so weiter. Und ich bin sicher, auch dieses Video wird wie die allerletzten in letzter Zeit demonetarisiert.
werden. Darum lasst ein paar Kröten wandern oder Dauerauftrag einrichten. Das wäre wirklich sinnvoll. Jetzt aber zur Hauptstory des Tages. Modetrend Sommer 24, der eiserne Maulkorb für Publizisten. Das scheint wirklich ein, ich weiß nicht, ob er aus Paris oder Milano kommt oder Tokio oder wo auch immer irgendwelche Modehochburgen sind. Aber der Modetrend, der ist wirklich einfach eindeutig nicht übersehbar. Nun, eine Richtigstellung möchte ich vorausschicken. Weil wir haben ja über Nancy berichtet, das Magazin, und gesagt, dahinter steckt wahrscheinlich Jürgen Elsässer. Und eine Kommentatorin hat gesagt, ja, nein, falsch wiedergegeben, dahinter steckt nicht Jürgen Elsässer, sondern Hendrik Sodenkamp und Anselm Lenz. Nun ja, absolut richtige Bemerkung der Kommentatorin. Also ihr seht, wir gehen schon auf solche Dinge ein, vor allem wenn wir das Gefühl haben, wir lagen da jetzt wirklich sachlich falsch. Es ist vielleicht absolut zwei Drittel richtig, was die Kommentatorin sagt, aber ganz falsch lagen wir nicht. Aber eins nach dem anderen. Sodenkamp und Lenz haben diesen Verlag, der heißt gleich wie sie beide. Anselm Lenz kennen wir vielleicht noch etwas besser von den allerersten Demo gegen die Corona-Maßnahmen bereits im März, April 2020, Entschuldigung, Rosa-Luxemburg-Platz etc. Und Apollo News sagt uns auch da, Nancy Magazin kompakt veröffentlicht August-Ausgabe unter neuem Namen. Aktivisten haben die für August geplante Ausgabe des Kompakt-Magazins ins Internet gestellt, trotz des Verbots durch Innenministerin Nancy Faeser. Nun, Anselm Lenz ist ja eindeutig nicht politisch auf der Seite von Jürgen Elsässer. Er ist sicher viel, viel weiter links, also dort, wo Elsässer einst einmal war, hat sich mit seinem Partner offenbar zur Verfügung gestellt und den Inhalt des Kompakt-Magazins für August 24 nun ins Netz zu stellen, als quasi Kunstname Nancy, das natürlich auch eine klare Adressatin hat. Nun, ihr könnt das ja selbst beurteilen, wie das ist, wenn der Inhalt des Kompakt-Magazins jetzt in einem Magazin, gibt es nur online, nicht im Print offenbar, von Sodenkamp und Lenz kommt, dann muss man sagen, nein, korrekt von der Kommentatorin, Jürgen Elsässer ist nicht der Herausgeber davon. Aber auch Kaimi Report hatte nicht Unrecht, wenn man den Inhalt, den jemand produziert hat, zur Verfügung stellt, dann kann man nicht sagen, er hat damit nichts zu tun. Also das die Richtigstellung, und die Wahrheit liegt wie so oft plus minus in der Mitte. Nun zu diesem Anselm Lenz und zu diesem demokratischen Widerstand. Das ist ja das Blatt, das er seit 4 Jahren herausgibt, und es gibt es immer noch. Es war mal zur Pandemiezeit die auflagenstärkste Zeitung in Deutschland. Und jetzt die Süddeutsche Zeitung hat da natürlich schon große Vorbehalte. Sie schrieb schon vor einem Jahr, seit 3 Jahren druckt die Zeitung demokratischer Widerstand, Corona-Verschwörungsmythen. Kann man dagegen denn gar nichts machen? Oder sollte man überhaupt, schreibt dieser Christoph Koppmann. Also man muss sich vorstellen, Süddeutsche Zeitung sollte doch dafür stehen, dass eine einigermaßen geordnete Meinungsfreiheit ohne Hass- und Gewaltaufruf zum journalistischen Credo und zu dieser Ethik gehört. Aber selbst solche hochwertigen, Mainstream-Medien fragen, darf man überhaupt solche staatlichen Maßnahmen bezweifeln, umso mehr als, lieber Herr Koppmann, ein Jahr später, spätestens, wenn nicht schon im 23, im Frühjahr, als Sie diesen Artikel geschrieben haben, es sich doch gezeigt hat, dass vielleicht Anselm Lenz und sein demokratischer Widerstand nicht ganz im Unrecht waren, selbstverständlich. Nun, das war sehr forsch, die Pandemie ist vorbei, das haben die verteilt im August 2020 bei den wirklich Großdemos in Berlin. Nun, die Rheinische Post schließt sich der Süddeutschen Zeitung an.
Der Verlag Sodenkamp und Lenz wurde 2020 von den Dramaturgen und Journalisten Hendrik Sodenkamp und Anselm Lenz gegründet. Da müsste man ja noch sagen, künstlerische Freiheit nebst Meinungsfreiheit, Fragezeichen. Hier erscheint auch die Wochenzeitung Demokratischer Widerstand, die als Organ der Querdenkerbewegung gilt und laut Berliner Verfassungsschutzbericht 2023 die Delegitimierung des Staates anstrebt. Bereits der Verfassungsschutzbericht 2022 stellte fest, dass zu den zentralen Argumentationsmustern des Blattes die Gleichsetzung des demokratischen Verfassungsstaats mit einer Diktatur gehöre. Da hören wir dann noch gleich mehr von Jürgen Elsässer. Nun, Jürn, habe ich noch nie gehört. Jürn, wie kann man ein Baby Jürn? Hallo Jürn, Jürnchen. Jürn Kruse schreibt in Übermedien, als er denn noch dort schrieb, das ist so ein Korrektiv des Korrektivs, natürlich völlig unabhängig, und sie gucken allen Medien auf die Finger. Finanziert sind sie über Abos, also es gibt da meines Wissens gar nichts kostenlos. Und er fragt nach einem Interview vom Deutschlandfunk mit Anselm Lenz, tatsächlich er, der die Medien kontrolliert, ob sie wirklich ethisch sind. Er fragt, anschnallen, soll man mit solchen Leuten reden? Müssen öffentlich-rechtliche Medien sie zu Wort kommen lassen? Er meint Anselm Lenz. Dürfen sie ihnen eine Bühne bieten? Das sind Fragen, die immer wieder diskutiert werden, besonders heftig, wenn es um Leute geht, die sich als radikaler Verfechter von allem profilieren, was der herrschenden Meinung zum Coronavirus in Wissenschaft, Politik und Medien widerspricht. Das war im August 2020, Herr Jürn Kruse. In seinem Windschatten Andreas Püttmann, auch selbsternannter Politologe und Publizist, schreibt oder twittert oder xte im Hashtag Deutschlandfunk kann sich gerade ein fanatischer linker Dramaturg, also er nimmt ihm nicht mal den Dramaturg ab, sonst wären die Anführungs- und Schlusszeichen überflüssig, ausführlich über die perversen und nutzlosen Masken und Bill Gates auslassen. Jetzt die Frage eines sogenannten Publizisten, Politologen: Muss eigentlich jede Idiotie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk im Originalton abgebildet werden? War das Konzept so gedacht? Was, wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk ins Leben gerufen wurde? Oder was meinen Sie? Habe da Zweifel. Das war am 8. August 2020. Nun, Herr Püttmann, gucken Sie doch einmal ein bisschen nach, was diese Maßnahmen evidenzbasiert wirklich gebracht haben und ob es wirklich einfach nur eine Idiotie war und ob die Bezeichnung der perversen und nutzlosen Masken ebenso in die Schublade der Idiotie gehört. Ich lasse die Frage für Sie komplett offen. Nun, dieser Jürn, wie heißt er schon wieder? Jürn Kruse, der arbeitet nicht mehr für Übermedien, sondern er arbeitet für die Firma GP Joule. Und das ist als Kommunikationschef, Pressesprecher, das ist eine, die die ganze Energieversorgung komplett auf den Kopf stellen will. Absolut energiewendeaffin, vor allem Windräder, Solar- und H2-Tankstellen. Nun gut, warum Ehre, wem Ehre gebührt für die Weltwoche? Weil Roman Zoller, jetzt habe ich den Namen wieder dieses jungen Mannes, links im Bild, er hat ein, wie ich finde, wirklich tolles Interview, auch von seiner Fragetechnik mit Jürgen und Stefanie Elsässer, das Ehepaar Elsässer. Vor allem Jürgen, der Macher von Kompakt, geführt. Interessante Antworten. Ich finde, das war auf sehr gutem, relativ emotionslosen, also im negativen Sinn, negativ emotionslosen Sinn gehaltenes Interview. Was mich auch wirklich sehr gut gedünkt hat, ist Jürgen Elsässer, Jahrgang 57, ein absoluter Alpha-Mann, wie er seine Frau immer wieder, also was heißt immer wieder, immer aussprechen lässt. Er macht kein Mansplaining, er schwatzt nicht rein, er korrigiert sie nicht, er hört ihr genauso zu wie Roman Zoller, Entschuldigung.
Das ist nicht selbstverständlich in dieser Generation. Wir können, wenn ihr die Weltwoche habt, aktuell von Tamara Wernle wieder mal eine Kolumne lesen, wie sich Männer unsympathisch machen, indem sie nämlich dauernd den Frauen ins Wort fallen und alles besser wissen. Und wenn dann die Frau das mal besser weiß, dann kann es der Mann nie zugeben. Also nicht alle Männer, selbstverständlich nicht. So wie Annabelle Schunke auch nicht alle Sintis und Romas gemeint hat, selbstverständlich. Und es gibt eine, ich habe zwei Fragen, ihr könnt das sofort selbst schauen, aber ich habe zwei Fragen rausgenommen, eine für Jürgen Elsässer von Herrn Zoller und eine für Stefanie Elsässer, die ich irgendwie wirklich noch speziell finde. Also hören wir doch mal rein in diese beiden Fragen da. Ich habe über Sie gelesen, dass Sie eigentlich unisono gegen alles sind, was der Mainstream, was so die Obrigkeit, was so die Elite vorgibt. Sie sind eigentlich mal prinzipiell dagegen. Stimmt das eigentlich? Genau. Also ich habe das oppositionelle Gen. Ja, also ich bin immer herrschaftskritisch. Und wenn ich merke, dass es so eine, wie soll ich sagen, so eine intolerante Mehrheitsstimmung gibt, die Kritik und Opposition an den Rand drückt, dann bin ich spontan dagegen. Also zum Beispiel Corona, ja, in den ersten Tagen, also wir reden jetzt von Februar 2020, wusste ich auch nicht, was das ist. Das war für mich völlig neu. Ich habe mich nie mit Gesundheitsthemen beschäftigt. Ich bin auch von früher geimpft und so weiter, aus der Kindheit. Aber dann habe ich gemerkt, es baut sich hier so eine Stimmung auf, so eine Hysterie, so eine Panikmache, wo das Grundgesetz und die Grundrechte, körperliche Unversehrtheit, Recht auf Leben, nicht mehr vom Einzelnen definiert werden, sondern der Staat definiert. Und ein großer Medienblock sorgt für so eine volksgemeinschaftliche Diktaturstimmung. Und da sind bei mir sofort das oppositionelle Gen, hat sofort Adrenalin ausgeschüttet. Ja, und ich begann mich dann zu informieren bei Leuten, die jetzt wirklich nicht recht sind, wie Professor Bakhti oder Professor Wodarg. Und ich war ja dann derjenige, der schon sehr frühzeitig den Begriff Corona-Diktatur erfunden hat. Das war ja der Titel meines Editorials von Kompakt, was ich im Anfang März 2020 schon geschrieben habe. Ja. Das ist auch ein Beispiel für unsere Sprache. Ja. Corona-Diktatur wurde ja später zum Unwort des Jahres erklärt, hat natürlich für viele Leute den Nagel auf den Kopf getroffen und in der Zeit zu einer wahnsinnigen Auflagensteigerung auch von Kompakt geführt. Ja, also klare Antworten und er ist wirklich einfach ein Macher, 67, aber kein bisschen müde. Und jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, dann kommt die Frage, auch eine sehr spezielle Frage an Stefanie Elsässer. Ich finde, das Interview ist wirklich mit allem drin, mit Witz, mit Tiefgründigkeit. Guckt es euch an, aber schauen wir diese Frage zuerst im Voraus. Und jetzt Sie als Familienchefin, als quasi weibliche Instanz, die über Herrn Jürgen Elsässer steht. Wie geht man mit einem Menschen um, der, wenn man selbst als Familienchefin A sagt, sagt er automatisch B. Wenn Sie sagen, wir fahren jetzt mit dem Auto, er sagt, nein, wir fahren mit dem Zug. Wie geht man mit einem Menschen, der so kritisch, der so aufbegehrend ist, wie geht man mit so jemandem um? Jetzt musst du sagen. Ja, wir sind uns auch nicht immer einig. Wir haben auch immer viel diskutiert. Und meistens gebe ich nach, ne? Weil ich weiß, es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck. Ich kann ihn auch nicht überzeugen. Wenn er einmal einen Weg geht, dann geht er den weiter. Und zum Beispiel auch bleiben wir im Land. Ich hatte ehrlich gesagt schon Gedanken, das Land zu verlassen, wenn auch nur für kurze Zeit. Das sind Gedanken, die vielleicht aus diesem Schockmoment herausgekommen sind, weil ich mich in meinem Land nicht mehr sicher fühle. Ich bin da nicht sicher. Ich wüsste gern mal, wann hört diese Beobachtung, diese Verfolgung auf. Wir sitzen irgendwo im Wald und essen mit zwei Mitarbeitern eine Portion frische Pfifferlinge.
dann orten die uns und kommt auf einmal Polizei und fährt die ganze Zeit hinter uns her. Wir werden verfolgt, beobachtet. Wir wissen nicht, wann kommt der nächste Schlag. Es ist ja kein Leben, wenn man so will. Und da habe ich dann in manchen Momenten, in denen ich mich sehr schwach fühle, gesagt, sag mal, wollen wir nicht einfach mal wenigstens für eine kurze Zeit das Land verlassen? Wir haben ja auch Kontakt ins Ausland, in mehrere Länder, die uns auch politisches Asyl angeboten haben, weil wir sind jetzt, wenn man so will, politisch verfolgt. Da ist mein Mann stur und sagt, nein, wir bleiben, wir gehen auch nicht mal für 3 Monate weg oder für ein halbes Jahr oder für 2. Wir halten die Stellung, wir sind jetzt auch nur kurz hier, fahren dann wieder zurück. Und da muss ich ihm sogar recht geben, ich hätte mich gern jetzt mal 2-3 Monate zurückgezogen, um auch Kraft zu sammeln. Er hält die Stellung, er kämpft jeden Tag. Außerdem haben wir um die 40% der Menschen hinter uns, die meisten sind auf unserer Seite, wenn man so will. Ja, wir erfahren so viel Solidarität und wir wollen auch die Menschen, die uns wohlgesonnen sind, die an unserer Seite sind, nicht im Stich lassen. Heikle Frage, Herr Elsässer, ich weiß. Jo, also die heikle Frage ist, war dann, könnt ihr ja selbst gucken, finden Sie irgendetwas gut an der momentanen Ampelregierung in Deutschland? Und er sagt, boah, schwierig. Und Stefanie kommt ihm dann zu Hilfe und sagt, ja, die Haltung von Olaf Scholz gegenüber diesen Taurus-Marschflugkörpern, die fanden wir im Kompakt toll. Also dass Scholz gesagt hat, nein, wird nicht geliefert. Und dann sagt Elsässer, ja, da haben wir ihn sogar im Heft schriftlich verteidigt. Ja, also ich finde es ein tolles Interview. Ich verneige mich da wirklich von Kollege Roman Zoller, großartig gemacht. Und wie geht es weiter mit dieser Kompaktgeschichte? Ich meine, das ist ja stillgelegt. Es gibt jetzt, Sie haben etwa 10 Anwälte, es wird ein Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht, heißt es, glaube ich, angestrebt. Das sollte noch im August, also diesen Monat, über die Bühne gehen. Und wenn Sie dort gewinnen, Kompakt und die Filmgesellschaft, Print und Film, dann können Sie sofort weiter produzieren. Die Arbeiterschaft ist in Arbeitslosigkeit, es ist alles zerschlagen. Vieles ist gar nicht mehr im Besitz von diesen beiden GmbHs. Bei Stefanie Elsässer hat man sogar privates Eigentum mitgenommen, bis zu Hochzeitsgeschenken, Schmuck, Barschaften und so weiter. Und sollte das verloren gehen, dieses Eilverfahren, muss man dann warten bis zum Hauptsacheverfahren vor Gericht. Aber das kann 3-4 Jahre dauern und bis dann ist natürlich Kompakt total Geschichte. Das kannst du kaum mehr revitalisieren. Elsässer wäre dann auch wieder 3-4 Jahre älter, über 70. Aber das Ehepaar hat große Hoffnung, dass sie das Eilverfahren gewinnen und dann zumindest mal ein paar Jahre weiter produzieren können. Und ich bin sicher, in 3 Jahren ist Nancy Faeser nicht mehr in Bundesinnenministerin und Haldenwang ist auch nicht mehr der Chef des Bundesverfassungsschutzes. Entschuldigung. Nun vielleicht noch ein Hinweis aus Solidarität. Man kann dieses Online-Heft bestellen unter demokratischerwiderstand.de. Ich gehe nicht davon aus, ich erwarte das auch nicht, dass wir Abonnenten von Kompakt das einfach so bekommen. Die haben natürlich unsere E-Mail, das ist klar, aber das wäre zu viel verlangt. Ich weiß gar nicht, wie die Datei ist, die Adressatendatei. Die haben ja über 40.000 Abonnenten und ob die dann das Sodenkamp und Lenz zur Verfügung stellen, ob die die Kapazitäten haben, das zu verarbeiten, das ist nicht meine Erwartung. Aber die, die das vielleicht lesen möchten, was denn da so schlimm ist drin oder so schlimm gewesen wäre in dieser August-Ausgabe, bestellbar demokratischerwiderstand.de. Wenn man die 10 Euro bezahlt hat, bekommt man dann einen Link, wo man das lesen kann. Ja, so ist es im Leben. Ich dachte, nach der vielen Material, das wir gestern aufgeschaltet haben im Salon,
Bitte nachgucken, unbedingt. Und auf YouTube mache ich heute mal ein kürzeres Video. Aber eben, man beginnt dann zu recherchieren und ich hoffe, man spürt das. Ich bin immer noch begeistert, wenn ich so tolle Dinge auch sehe, wie das jetzt, dieses Interview mit dem Ehepaar Elsässer, wie gut das gemacht ist und wie gescheit die Fragen sind, dann gehe ich immer noch ein bisschen, bleibe ich noch ein bisschen in diesem Kaninchenbau drinnen. Also, aber jetzt definitiv sind wir am Ende dieses Videos und diesmal wünsche ich das wirklich von Herzen dem Ehepaar Elsässer, auch Kollegin Annabel Schunke und allen Printern und Publizisten, die die Staatskeule zu spüren bekommen. Hasta la Vittoria siempre. In diesem Sinne, mein Name Marco Caimi, meine Zielgruppe, die Aufgeweckten, die es werden und bleiben möchten. Mir läuft der Schweiß, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ja Sommer, also hören wir auf sofort auf zu jammern und trinken wir stattdessen genügend. Einen schönen Tag, macht's gut, man sieht sich.